Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Bitte nicht wundern, wie immer im Sommer habe ich hier neben mir meinen Hasen und ich muss, während ich rede, meinen Hasen kraulen. Das ist jetzt auch so ein Multitasking-Moment und hoffen, dass ich den Hasen oder dass ich das Video nicht versau. Okay, den Hasen, den kann ich nicht versauen, aber ich kann es mit dem Hasen hier versauen, wenn ich es falsch mache. Okay, ich höre auf zu labern. Ich erzähle euch, worum es heute geht. Heute geht es mal, gut, ausnahmsweise zweimal jetzt im Sommer hintereinander um ein Thema. Und zwar heute soll es ums Thema gehen, warum komme ich eigentlich immer dann, wenn ich keine Energie habe, wenn ich total müde bin, wenn ich eigentlich total lustlos bin auf Ideen zu ganz großen Projektarbeiten. Ist wirklich so bei mir. Ich kann jetzt seit Tagen, und das kann euch meine Mutter bezeugen, liege ich praktisch nur auf dem Bett rum, sehe aus wie so ein, ja, ich sehe aus wie zerlaufenes Eis. Ich sehe aus wie so ein Eisklops, der da rumliegt und der dann vom Bett runterhängt. So, ich schaffe es gerade nur, meine Füße auf dem Bett zu halten und liege dann da so mit so die Füße zusammen und dann die Arme so und der Computer auf dem Schoß drauf liegend. Meine Mom würde da jetzt nicht bestätigen, dass es, ich wollte gerade sagen, meine zweite Mom, okay, ich gebe es zu, ich wollte sagen, meine zweite Mom, Babette, die hat mir zu meinem Geburtstag letztes Jahr ein Brett geschenkt. Das hat so unten so einen Stoff mit so Perlen drin und da steht dann drauf, Today I will stay in my bed. Und das ist dann so eine Ablage, wo man sich auf die Füße legen kann und die trotzdem gerade bleibt. Und da habe ich immer so meinen Laptop drauf. Und dann liege ich jetzt gerade mit dieser Ablage auf dem Bauch da. Und dann liegt da auf der Entschuldigung, ist sie. Entschuldigt, ich schmecke gerade für meinen Hasen total widerlich, weil ich heute in der Badewanne war und sie wollte mich gerade liebevoll abschlecken, aber dann ist sie ganz schlecht geworden. Oh, armer Hasen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann dieses Brett auf meinem Schenkel und dann da meinen Laptop und dann liege ich da so praktisch nichts tun. Wirklich nur meistens so, wenn es noch hochkommt, einmal kurz die Hand bewegen, damit das Video weiterläuft oder damit ich es kurz stoppen kann. Und eigentlich wirklich, ich sehe gerade aus wie ein zerlaufenes Eis oder ja, oder wie so, wie wenn Pudding auf dem Boden fliegt. So ungefähr sehe ich gerade jeden Tag aus. Und ja. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ich eigentlich gerade überhaupt keine Energie habe und dass ich gerade auch total lustlos bin und dass ich gerade praktisch nur im Bett rumliegen könnte. Also wirklich so 24 Stunden, 7 Tage die Woche und ich hätte kein schlechtes Gewissen, also nur um es mal wegzunehmen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich dann da echt gerade so gut wie nichts machen kann. Aber jetzt, ausgerechnet jetzt, wo ich nichts machen kann, habe ich Lust, Käsekuchen zu backen, Muffins zu backen, Käse, so ein bisschen meine Etze. Wie wäre es noch mit einem zweiten Käsekuchen? Es war ja nur so, dass ich den ersten auf zwei Tage aufteilen musste und beim letzten schon halb zusammengebrochen bin, energiemäßig. Aber man kann ja noch mal einen Käsekuchen backen. Ist doch eigentlich eine geile Idee, so. Oder sowas wie, wir leben ja über zwei Stockwerke und bei meinem Vater unten im unteren Teil des Wohnraums. Ich wohne im oberen Teil, Papa im unteren Teil und oben gibt es nun einen Kühlschrank mit einem Kältefach. Mein Vater hat ein Eisfach. Ich wollte Cornetto-Eis kaufen, so 6er-Päckchen, das ich so voll egotechnisch alleine aufmampfen will. Außer natürlich meine Mom, die bekommt nämlich immer meinen eisigen Teil, weil den mag ich nicht so. Ich mag nicht das eisige, ich mag immer nur die Waffel und die Schokolade daran. Also das Beste. Und meine Mom mag wiederum den anderen Teil. Deswegen ergänzen wir uns so prima. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich den haben wollte. Dann habe ich meinen Vater im Geschäft angerufen. Hey Papa, sag mal, haben wir noch Platz im Eisfach? Und er so, ja, müssten schon welches haben. Bring mir auch ein Eis mit. Daraufhin habe ich dann meinem Vater ein Eis mitgebracht und habe zu ihm gesagt, habe auf mein Eis draufgeschrieben, gehört Elena, Finger weg. Was mein Vater daraus verstanden hat, ist, gehört Elena, wenn du es anwäschst, sind die Finger weg. Also ich bin auch gerade wirklich extrem faul und schreibe immer bloß so Kleinigkeiten drauf, damit in der Hoffnung einfach, damit dass es reichen muss. Und dann, ausgerechnet, dann komme ich auf so Ideen wie, ja, morgen
Ach, ich rösti für meine Familie. Rösti. Es ist so wirklich so mit Abstand die dümmste Idee, die man haben kann, weil erstens, man muss die Rösti Kartoffeln reiben. Und zwar roh, was stundenlang dauert. Und ich habe ja nicht nur eine Kartoffel mir ausgesucht. Nein, Elena, Elena muss ja unbedingt sich denken, so eine Mischkartoffel, so eine Mischung aus Kartoffelnarten wäre doch cool. So zum einen hart, also so zum einen festkochenden und zum anderen Süßkartoffeln. Und das wird bestimmt total toll. Und das braucht ja auch nur 4 Stunden, bis es fertig ist. Und als ich dann so gestern Nacht im Bett gelegen bin und mir überlegt habe, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ich meine, ich kann erst anfangen zu kochen, sobald die Sonne untergeht. Und von da an, bis ich das dann fertig habe, braucht es stundenlang. Also was macht das Mädchen jetzt, damit es trotzdem an ihre Kartoffeln kommt? Ich schmeiße es in Molinex. Das ist unser kleiner Häcksler. Das soll es in kleine Würfel schneiden. Aber trotzdem, auch wenn es klein geschnitten ist, muss man ja trotzdem noch erstmal die Kartoffeln, den Saft raus, also das Wasser rausquetschen. Das braucht dann auch wieder ewig. Und dann muss man sie auch noch ausbraten in der Hitze. Und ich weiß wirklich nicht, was mit mir nicht stimmt, weil im Winter könnte man das wirklich super machen. Da wäre das so das typische Gericht. Ich glaube, voll viele Menschen machen so Kartoffelrösti im Winter. Schreibt mir mal in die Kommentare, wann ihr Kartoffelrösti am ehesten esst oder wann ihr darauf Lust habt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt wo es eh heiß ist, wo es eh einem schon so das Gefühl, man ist der Blob und man ist Elena, die Aufgeschwemmte hat, dass ich ausgerechnet jetzt auf die Idee kommen muss, mir Kartoffelpuffer zu machen oder Kartoffelrösti. Ich weiß echt nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Aber ich ziehe es jetzt durch bis zum Schluss und hoffe, dass der Molinex echt viel davon macht. Ja, auf jeden Fall, meine Erkenntnis ist, wenn ihr energiefrei seid, also wenn ihr gerade eine Zeit habt, wo ihr weniger Energie habt, wo ihr tendenziell weniger denken könnt, redet öfters mit euren Eltern oder mit Angehörigen oder irgendjemandem, der euch sagt, ist gerade eine ganz schlechte Idee, das jetzt zu versuchen. Weil meistens merke ich es nicht mal und wenn ich dann muss es dann fertig machen, weil sonst irgendwas kaputt geht und ärgere mich dann aber drüber, dass ich so total keine Energie mehr habe. Und ich kaum es noch schaffe, Zeit mit meinem Hasen zu verbringen. Und oh, man kennt es ja. Und ja, was kann dabei helfen? Also zum einen kann helfen, jemanden zu haben, der einem sagt, es ist eine doofe Idee. Zum anderen kann man sich im Laden schon stehend, also das ist nämlich das, was mir immer fehlt. Ich stehe mal im Laden und denke, ah ja, darauf habe ich gerade Lust, jetzt mache ich das jetzt. Und denke dann immer erst eine Nacht später drüber nach, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Also mein zweiter Tipp, steht in den Laden rein und überlegt euch schon dort, wie viel Arbeit das macht. Dann habt ihr bestimmt keine Lust mehr, das im Sommer zu machen. Und dann nicht nur wie viel Arbeit, sondern überlegt auch ungefähr, wie viele Stunden Zeit es braucht und rechnet dann das plus Sonnenuntergang. Also das kann auch schon helfen. Dann, was kann man noch so machen? Es kann auf jeden Fall helfen, wenn man solche größeren Projekte dann hat, auch sowas zu sagen wie du, Mom, Dad, wer auch immer, könnt ihr mir vielleicht helfen, weil allein, glaube ich, schaffe ich es nicht. Ich habe mich da übernommen und ich habe mich da verrechnet und ja, ist eine blöde Idee von mir gewesen und tut mir leid, aber ich kann es jetzt auch nicht rückgängig machen, weil ich habe das Zeug schon gekauft. Es kann auch helfen, dann sowas zu machen wie zum Beispiel, ja, manchmal gibt es dann auch einfach gar keine andere Möglichkeit, als es nicht zu machen oder es dann zu lassen. Und dann hilft es auch vielleicht dem einen oder anderen zu sagen, ich kann es jetzt gerade nicht, weil ich gerade keine Energie habe, aber vielleicht kann ich es dann in 2 Wochen machen. Wenn es was mit Lebensmitteln ist, ist es dann ein netter Zug, wenn man die Lebensmittel irgendwie weiterschenkt, damit es also sowas wie an Freunde, Bekannte, Verwandte oder eben auch einfach nur jemanden auf der Straße, wobei das nicht viel hilft, wenn man Kartoffeln verschenkt, weil die muss man kochen, sonst schmecken die gar nicht. Also ja, aber wenn man es auf jeden Fall weiterreicht, weil es wäre schade, wenn dann die Lebensmittel weggeschmissen werden. Ja, gut, das ist eigentlich alles, was ich dazu sozusagen habe und ja, ich wollte euch einfach mal daran teilhaben lassen, dass ich gerade zur Zeit so, Elena, ich mache zu viele Projekte, aber komme
bekomme gerade gar keins auf die Reihe, aber muss unbedingt dann noch ein neues starten. Hätte ich auch noch so ein Ding von mir gerade. Ja, hatte nicht nur jetzt eins, nämlich Dinge anfangen und nicht zu Ende bringen. Aber das erzähle ich euch alles erstmal im Winter. Dieses Thema besprechen wir erst im Winter wieder. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Ich habe mich mega gefreut, euch zu sehen und mit euch mein 200. Video, also mein 200. Video diese Woche auch schon hinzubekommen zu haben. Das war am Mittwoch. Heute ist mein 201. Und ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein Video irgendwie dem einen oder anderen hilft oder gefällt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, oder auf Twitter oder auf Facebook oder eine E-Mail an die bell.regma@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns Mittwoch wieder. Bis dahin. Tschüss!